Umgang mit Lebensmüdigkeit anderer. Wenn dir jemand sagt, er sei lebensmüde, dann kann das ein ziemliches Warnsignal sein. In bestimmten Altersgruppen ist Suizid, also Selbstmord, die häufigste Todesursache in Deutschland. Wenn jemand einen Selbstmord ankündigt, dann ist das durchaus ernst zu nehmen. Und wenn jemand sagt, dass er lebensmüde ist, dann ist auch das ernst zu nehmen. Im Zweifelsfall muss vielleicht sogar eine Behörde eingeschaltet werden. Also es gibt den sozialen Dienst in den meisten Landkreisen oder Stadtkreisen. Und dann eventuell muss man darauf aufmerksam machen. Aber in der Mehrheit der Fälle hilft es, dem anderen zuzuhören. Zuhören ist eines der machtvollsten Instrumente, die der Mensch hat, um anderen zu helfen. Wenn jemand sagt, er ist lebensmüde, dann höre ihm oder ihr einfach zu. Sage nicht sofort irgendwelche Ratschläge, sondern höre ihm einfach zu. Oft, wenn Menschen ihr Leid klagen können, dann merken sie, eventuell gibt es sogar eine Lösung. Und wenn Menschen das Mitgefühl eines anderen spüren, dann ist dort schon etwas neuer Mut da. Daher ein Tipp und vielleicht der erste Tipp wäre, höre dem anderen zu, zeige ihm Mitgefühl, zeige ihm, dass du ihn magst. Lass ihn spüren, er ist wichtig für dich. Das kann schon ein gutes Stück weiterhelfen.